Ein herzliches Willkommen zurück hier in Blade and Soul. Mit dabei Sternchen Shira. Hallo. Mein Name ist Doskias und leider nach wie vor ohne Sponti. Ja, da wir immer ein bisschen gucken, dass wir ein paar Folgen am Stück aufnehmen, ist es natürlich logisch, dass er noch nicht dabei ist. Ja, hier, ihr hört das Weinen. Schon die Geister weinen um ihn. Richtig. Jetzt hört man es auch noch nicht toll. Da, jetzt, ja, jetzt hört man es. Oh, schau mal. Geht das? Durch den Berg springen? Ah, das geht. Was? Ich habe mich mal eben durch den Berg teleportiert. Okay. Ja, ich habe den Gegner anvisiert und durchgesprungen. Quasi. Ach so. Also mit Sprinten. Na gut. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, wir haben ja hier alle Quests eigentlich erfüllt, bis auf unseren goldenen Hauptquest Kapitel 10 südlicher Anker lichten. Und naja, der Name sagt das schon, Programm südlich. So, dann, ups, nein, das ist, und, wollte ich nicht, nehm weg. oh Gott, Hilfe, Hilfe, Schleimbälle. Da, der, die Sau, und die vergiftet einen. So, dann verlassen wir mal die weinende Jungfrau. Ja, die arme, arme. Und lasst uns beten. Ach, nee. Nee, keine Lust. So, rechts, links, was? Hier lang. Oh, mit Gebiet. Oh, warte mal, hier, was ist denn das? Mineralwasser sammeln. Okay. Ich sammle mal Mineralwasser. Dann wird er jetzt bestimmt dann wieder leer sein und ich darf nichts machen. Ja. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Oh. Ich bin wohl doch nicht so der gute Wassersammler. Ja, wahrscheinlich. Aber interessant, ich krieg aus Mineralwasser Nektarwasser. Oh, das ist schön. So, das sieht doch nach einem neuen Abschnitt aus. Ja, ich bin gespannt. Wo geht's denn hin? In die südlichen Anker der schwarzen Ramme. Das klingt schon mal sehr freundlich. Gut, dann einfach mal reinspringen. Juhu. Sohle. Südlich der Anker der schwarzen Ramme. Das sieht schön aus. Das ist nicht so dunkel. Ich will baden gehen. Oh, die sind alle rot. Oh. Okay. Wollen wir da wirklich rein? Okay, Plan A. Alles umbringen, sich im Blut wälzen und dann lohnt sich es auch baden zu gehen. Okay. Und das wäre Plan B, baden. So, ich greife hier mal den dicken an. Dann nehme ich den dünnen. Das ist ja recht aufgeteilt. Schuh, schuh, schuh. Stört sich nicht auf meinen Dicken. Entschuldigung, ich war abgelenkt. Das war mein Dicker. Die singen, also die halten auf jeden Fall viel, viel mehr aus. Mhm. Außer das waren besondere Wachen. Da ist was. Was ist da? Eine Kiste mit Bomben. Ach so. Oder? Ich glaube ja. Huch. Oh ja. Hey, du da, fang. Ich will Hundi nicht töten. Die sind dann. Die sind von der Bombe gerade gestunt gewesen, also. Ja. Gott, ich muss mit den Tasten klarkommen, Hilfe. Da sind ganz viele Rotoskias. Ach, das. Pass auf, das. Ich brauche ein bisschen Power. Aber ich wirf da jetzt eine Bombe rein, dann sind die betäubt und dann springe ich rein und schlag um mich rum. Okay, und ich stehe hier und beobachte dich. Okay, einverstanden. Ha! Das funktioniert auch astrein. Mensch, das ist ja schön. Okay, das haben wir ja sogar richtig gemacht. Das sollten wir sogar machen. Gut. Stimmt. Spricht mit Cheng Chung oder Cheng Gun. Ja, Cheng Gun. Okay, genau. Sprechen wir mal mit Cheng Gun. Ihr schon wieder. Nun habt ihr mir bereits zum zweiten Mal das Leben gerettet. Erst am Strand und nun hier. Unsere Schicksale sind verbunden. Wir... Ein Hinterhalt. Dutzende, ach was, hunderte Gauner der schwarzen Ramme stürzten sich auf uns. Wir kämpften tapfer, aber Wungsam war zu stark. Ich allein konnte entkommen. Ja, Ha Jung Wang ist in Sicherheit. Nur eben eingesperrt. Ihr müsst den Schlüssel für die Käfige finden. Dieser Riese Wungsam natürlich. Man sagt, er haust in einer Höhle gleich hinter den Käfigen. Was sagt das über jemanden aus, wenn er in einer Höhle lebt, hm? Wungsam ist ein mächtiger Gegner. Ich fürchte nicht mal, ihr seid stark genug für ihn. Wir brauchen Köpfchen. Ich hab's. Schlaftabletten.
Achtung, Sams Appetit ist legendär. Wenn er nicht plündert, frisst er. Löst ihm diese Tabletten mit dem Abendessen ein. Ha! Ich bin ein Genie! Dann müsst ihr nur warten, bis er schläft und seinen Schlüssel nehmen. Narrensicher. Okay. Schlaftabletten. Das finde ich keine gute Idee und zweitens, ich mag den Typen nicht. Ich finde ihn auch ein bisschen... Ja, guck mal, jetzt haut er sogar ab, die Sau. Ja, dieser Feigling. Lässt uns hier alleine. Gibt uns Drogen, dass wir hier auch noch Betäubungsmittel verteilen. Und am Ende landen wir im Knast. Ja. So. Ah, da, ich denke, da hinten wäre die Höhle. Und da ist auch das Gefängnis, wie es aussieht. So, du nimmst die Bomben. Yes. Das ist echt ganz schön feige. Ja. Na, egal. So. Kann man das hier irgendwie aufmachen? Oh, der ging mit der Bombe tot. Okay. Ja, brauchen wir wahrscheinlich auch den Schlüssel. Ah, verdammt. Eine Truhe! Versiegelter, beruhigender Steinarmreif. Ein Armreif? Gib mir! Das geht nicht. Weil wir nicht handeln. Ich glaube, welches. Wir hatten so eine Levelbegrenzung. Warte mal, bleib mal stehen. Nur mal aus Neugier. Handeln. Wo ist denn das? Handelsanfrage? Bitte nähert euch. Oh, bitte nähert euch. Ja, okay. 15, ja. Wir brauchen Stufe 15. Jetzt gucke ich mal. Bist du Gewaltenbändiger? Ja. Das ist die Ironie. Das ist sogar für Gewaltenbändiger. Ich mach mal die Kiste auf eben, warte mal. Und zwar, beruhigender Steinarmreif ist das. Ach, das ist eine Waffe, oder? Das ist kein Armband, sondern ein Armreif. Ist das bei dir die Waffe? Ja, ich hab... Angriff... Was, ja. Ja, Angriffskraft 9, Ausweichen 4. Ist das besser wie deins? Weil es lohnt sich eh nicht aufzubewahren, weil bis wir Level 15 sind, haben wir eh bessere Sachen. Denke ich mal. Nee, ich hab hier schon was Gutes. Okay. Oh nein, er hat mich gesehen. Schuh, schuh, schuh. So. Dann ab in die Höhle, Unterbau, bisschen im Dunkeln schnuppern. Oh, sieht anders aus. Ja. Was ist da, was ist da? Es sieht so leer aus. Sein Essen, oder? Ja. Ja, hau mal rein, die Schlaftabletten. So, kann ich hier irgendwie... Müssen wir uns nicht okay. Versteckt euch, während Wungsam isst, verstecken. Was? Wo kann ich denn hier? Oh, Hilfe! Ha! Ich versteck mich unterm Tisch. Kann ich hier nicht unterm Tisch? Hier? Nee? Unterm Tisch. Huch! Gibt's hier irgendwo was zu verstecken? Ich hab ne Sequenz. Oh! Ich auch. Rauf dich zusammen, Faulpelz! Jawohl! Ich bin einfach Hunger. Die Jungs sind doch für etwas gut. Ich glaube, der entweder stickt er gleich oder er kotzt gleich. Also, so wie der Typ hier gegessen hat, das ist, war irgendwie auch nicht so appetitlich. Nee, aber ich muss sagen, ich find's saugeil. Ja, ich auch. Also vor allem... Frequenzen. Ja, vor allem die, die sind auch einfach nicht nur cool gemacht, sondern auch auf lustig. Ja. So. Wo auch immer der Typ herkommt, warum auch immer der schon wieder da ist. Das ist doch der gleiche, oder? Bambuk. Bambuka? Ja.
Bumbak, mein Gott. Nee, das ist nicht. Nee, der andere hieß anders. Der hieß Chengung. Ja. Gut. Ich spreche ihn mal an, ne? Ja. Hey, ich kenne euch. Ihr habt unseren Bürgermeister beim verlassenen Brunnen gerettet. Ein aufrechter Bürger. Was tut ihr hier? Hartung Wangren? Der Kerl muss gerettet werden? Ha, ich dagegen habe ein Dutzend schwarze Rampen erledigt. Da zog ich mich zurück zum Kräftesammeln. Worauf wartet ihr? Holt den Schlüssel von dem Riesentrottel und dann nichts wie weg, bevor er aufwacht. Ich? Nicht wirklich. Jemand muss doch auf die Schlafmütze aufpassen, oder? Eine gefährliche Aufgabe. Aber Gefahr ist mein zweiter Vorname. Keine Sorge, geht einfach. Ich vertraue diesem Typen nicht. Peikling. Hust. So. Okay, Gefängnisschlüssel suchen. Okay. So. Schnell raus, würde ich sagen. Auf jeden Fall, bevor der Riesenkerl noch aufwacht. So, ich geh mal hier hin. Oh, du bist schneller als ich. Hihi, das hat's. Ja, sorry. So, ich bin klug. Ich geh mal in das Gefängnis rein, um dann mit ihm im Gefängnis zu sprechen, dass auch ja die Tür nicht zufällt. So. Ich spreche ihn mal an. Das war der übelste Käfig, in dem ich je gefangen war. Helft ihr mir, mich zu rächen? Ich dachte, wir schreiben Ihnen einen gepfefferten Brief. Oder wir zerbomben diesen Ort. Schwierige Entscheidung, was? Als ich gefangen war, musste ich tonnenweise Bomben bauen. Aber ich könnte einen Fernzünder bauen und alle auf einmal zünden. Die Bomben sind alle fertig verkabelt. Wir brauchen nur die Teile für einen Fernzünder und dann macht die schwarze Ramme BOOM! Begeisterung ist die beste Eigenschaft eines Laborassistenten. Gehen wir's an! Wir sollten die anderen Milizionäre freilassen, bevor sie noch versiegen. Okay. Oh, wir müssen ihn beschützen. Interessant. Er gefällt mir. Alles explodieren, das ist gut. Vor allem die Gedenkblase daneben. Bum, bum, bum. Ja. Das habe ich gar nicht gesehen mit dem Bum, bum, bum. Oh nein. Oh. Huch, wo ist er hin? Hab ich getötet. Ach, du hast ihn weggehauen? Ja. Stimmt, mit dem Darth Vader Würgegriff. So. So, da kommen wieder solche zwei. Ah, es gibt doch nichts Schöneres wie Bomben. Ich sag ja, bum, 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 das trifft's ganz gut. Mhm. Uhuhuhu. Ui. Was, warum ich nicht? Weiß ich nicht. Kann ich dir jetzt gerade nicht beantworten? Aber du bist bestimmt auch ganz nah, oder? Naja, fehlt noch ein Stück. Echt? Okay. Komisch. Wir haben doch immer gleich gespielt. Alter, Darth Vader, ey. Das ist... Flieg und Sieg. Zünder des Sprengstoffs habe ich. Oh, sehr schön. Okay. Sind die gefesselt? Ja, jetzt nicht mehr. Ach so, okay. So. Ich wette mit dir, der wird nachher behaupten, er hat alles gemacht. Ja, glaube ich auch. Ah, umsonst aktiviert. Verdammt. Ich war schneller. Okay, Zünder der Sprengstoffbehälter habe ich. Oh, wir hinter dir. Hui. Zack. Oh, geht daneben. Ich hab die Bombe. Verdammt. So. Haben wir hier den schon wieder Zünder? Wie viel brauchen wir denn davon? So. Findet mit Tang Jung das Teil, das ihr zum Detonieren zum Sprengstoffbehälter benötigt. Tauscht es gegen das alte Teil aus und geht dann zum Zünder, wird. Okay.
Ha! Ausgewichen. Zack. Pariert meine ich natürlich. So, was? Ah, hier. Hier ist es. Wir teilen, wir tauschen die Teile aus. Oh. Denke, wir sollten jetzt weg. Und der da drüben. Ist der blöd? Und der da drüben? Also ich renne jetzt weg. Was ist denn das für ein Fernzünder? Ganz ehrlich. Oh, jetzt bin ich kurz davor. Sehr schön. Ich habe neue Fähigkeiten. GZ, GZ! So, jetzt bringe ich das hier auch mal an. So, und ich habe einen Brief von Bruder Hajun. Das ist ja gemein, ich krieg die Briefe immer später. So, wer? Alter. Darth Vader! Und Flieg und Sieg! So, Bombe. Oh, der war nice. Der war schön. So, wo rennt ihr denn jetzt schon wieder hin? Hier, das ist jetzt... So, die Hauptbombe. Der Zünder. Ach so. Ein Grabstein. Alles klar. Es brennt alles, sieht schön aus. Oh. Oh, der Dicke, der ist wach geworden. Wo? Da, vor uns. Ach so. Ach, der Dicke. Okay, wir warten mal. Oh, er wacht irgendwas. Warte mal. Natürlich, er haut ab. Echt jetzt? Natürlich. So, na dann. Auf geht's, würde ich sagen. Ach je. Okay, auf geht's. Hier, ich bin dein Ziel. Der Feigling. Erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können. Was? Was für eine Herausforderung? So, es ist schon weg. So. Bär der schwarzen Rahme? Hallo? Ach so. Okay. Haben wir es jetzt geschafft? Oh nein, die hässliche Freundin. Oh Gott. Ach je, ja, ist klar. Okay, ich würde sagen... Ach, du kämpfst mit? Natürlich! Und treten ins Gesicht und... Ah, das Gift. Was hat er gesagt? Ich konnte es gar nicht lesen, so schnell ging das. Brech mit vegan. Wer ist vegan? Ich glaube, jetzt können wir weg. Ah, ja, wir können weg. Und es ist doch kein richtiger Gebietswechsel gewesen, weil das ist ja, gehört immer noch irgendwie zu dem Ewigdämmer. Ja. Ja, ich glaube, wir gehen mal, wenn die da schon wieder kämpfen. Ja, los. Huch, guck mal, hier kämpfen sie ja überall. Mhm. Ach, die ganze Bambuswache ist jetzt hier. Ah. Na, endlich tun sie mal was. Ich denke mal, jetzt lohnt es sich zu teleportieren, oder? Sonst sind wir ja ewig unterwegs. Ja, ich denke ich auch schon. So, wo muss man hin? Bestätigen. Das finde ich übrigens... Na, wer schneller? Ja, ich weiß schon, wer schneller ist. Und ab in die Höhe. Zurück im Lager mit dem guten Jigan, den wir auch gleich mal ansprechen. Sauber, wie ihr Ha-Jung Wang und die anderen Bambuswachen befreit habt. Hört's. Ups. Ach, schon wieder. Okay. Eine Nachricht vom Bumbak. Er konnte gerade noch entkommen, als Wung Sam aufwachte. Chinguns Schlaftabletten waren wohl doch nicht so wirksam wie gedacht, der alte Angeber. Na, ich bin jedenfalls froh, dass ihr heil zurück seid. Gut gemacht. Ich werde Hauptmann dort schon berichten und dann weiter nach dem Spion suchen. Ihr werdet in der Zwischenzeit in der Bucht des Walgesangs gebraucht. Hauptmann dort schon hat befohlen, dass alle diensttüchtigen Krieger der Wache ihn dort treffen sollen. Seid vorsichtig. Okay. So. Ich kann mir schon denken, wer der Spion ist. Und zwar der Typ, der in den Kisten war. Der war mir einfach zu auffällig. Mhm. Okay, wo müssen wir denn hin? Ah, jetzt müssen wir quasi ins neue Gebiet
in die Bucht des Walgesangs, wie es hier so schön heißt. Das haben wir hier hinten. Ist ein kleiner Marsch dahin. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, das sehen wir dann einfach beim nächsten Mal hier wieder. Den Kanallink zu Shira natürlich wie immer, wie gewohnt, in der Kanalbeschreibung. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Tschüss.